Wir sind hier jetzt auf dem Weg durch den Ulanka Nationalpark und gleich hinter den Bäumen müsste der Fluss Ulanka Joki sein. Wir schauen uns hier in der Gegend mal ein bisschen um. Boah, richtig schön gemacht. Auch wieder jede Menge Feuerholz. Wunderschön. Hier gibt es einen Aussichtspunkt. Die Sonne scheint, der Fluss rauscht wild. Ich will da jetzt irgendwie nach unten. Das ist hier jetzt Flip-Flop-Abenteuer wieder. Ich glaube, ich gehe so rum. Boah, Leute, ist das geil! Ein wundervoller Sommertag am rauen Ulanka Joki. Flankiert vom Felsen und der finnischen Taiga. Was gibt's da? Oh, das ist aber Buschschokolade vom Elch. Ja, wie geil ist das denn? Hier war ein Elch. Das sind vielleicht 200 Meter von unserem Parkplatz. Ja. Luftlinie. Boah. Märchenschau hier. Ja, sie kann damit nichts anfangen anscheinend. Na, nichts anfangen? Ich bin nicht im Raster. Nicht. Das muss ich bald ändern. Wir stapfen weiter durch den Wald. Ein Eichhörnchen ist zwar kein Großwild, aber trotzdem schön. Ganz tief unter uns der Ulanka Joki. Hier ist wieder Buschschokolade. Wie krass. Ey Leute, ich feier das volle Kanne jetzt. Wie geil ist das denn? Ich spüre über die Füße, wie die Strömung hier rumdonnert. Wir machen heute einen Ausflug und zwar sind wir jetzt an dem Touristencenter vom Ulanka Nationalpark. Da geht es nämlich über die Brücke und zu den Stromschnellen, die ich gestern so ein bisschen gefilmt habe. Zum Yellowstone sind es von hier 7233 Kilometer und nach Kakadu 11920. Sehr schön, ab dafür. Wir gehen da jetzt rein. Hier haben sie die ganzen Tiere ausgestellt. Schmetterlinge, Schneehund, glaube ich. Hier gibt es noch so ein Infocenter. Das ist vom Bär. There is no need to fear the brown bear. Das ist geil. It is dangerous only if it is frightened or wounded. Das war ja beim Andreas Kieling genau der Fall. Das ist also das kleine Bärchen, das man trifft. Das ist riesig. Duncan, 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 Duncan. Juhu! Duncan. Ja, komm. Los, Dunk. Dunk, was das Zeug hält. Ah, das ist schön. Heute ist die Taiga nass. Guck mal, hier ist ein Nest mit Eiern noch. Hier ist ein Unterstand. Also Mara hat einen Unterstand, ne? Ja. Einige Besucher bewundern die Stromschnellen des Ulanka Joki. Da wollen wir auch noch hin. Während ich hier gerade um den Fluss fotografiert und gefilmt habe, hat sich Mara neben mir bequem gemacht und zwar in so einer Kuhle zwischen den Ästen oder Wurzeln von einem Baum. So bequem kann ein Hund haben. Wir nähern uns jetzt einer Brücke und dem Aussichtspunkt
Und da können wir die ganzen Stromschnellen so richtig aus nächster Nähe betrachten. Leute, Leute, guckt euch das an. Alter Finne, oder? Ich genieße die unbändige Kraft des wilden Flusses aus der sicheren Entfernung. Pflanzen haben sich am Rande des Uferfelsen angesiedelt. Welch ein Kontrast zwischen Ruhe und Sound. Hammer! Wie brodelnder Schwarztee schneidet sich der Schwarzwasserfluss seinen Weg durch die Felsen. An engeren Stellen wird der Fluss besonders wild. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade von der Wanderung zurückgekommen. Annette kommt doch nach. Und da vorne steht ein Rentier. Genau hier. Annette kommt jetzt auch langsam. Na du? Ja, komm her. Das ist jetzt hier ums Auto gegangen. Wie geil, oder? Das war gerade direkt hinter unserem Van. Das ist die Mama und das Kalb ist hier im Garten und das Kalb hatte Mara aufgespürt, hat sich abrufen lassen und dann standen wir eigentlich direkt neben dem Kleinen. Nee, oder? Total zahm, das war so geil jetzt. Mara war gerade ohne Leine und ist ins Gebüsch, ist aber dann auf Ruf wieder gekommen und den Kleinen hier hatte sie gesehen. Der ist ja putzig, ja? Weißt du, der will da fressen. So geil. Da wird jetzt nicht gejodelt, das findet sie jetzt mega spannend. Und der Kleine lässt sich hier gar nicht aus der Ruhe bringen, gell? Echt cool. Das hier war gerade die Mama. Die hat uns jetzt auch ein bisschen angegangen, weil wir so nah am Kalb standen. Voll putzig. Du musst da hinten hingehen, dann kannst du vielleicht noch filmen. Die wird dann eine Randale machen. Ich will sie nicht beunruhigen. Nee, da kannst du schon hin. Aber die war direkt hinter unserem Auto. Ja. Das Kälbchen. Okay, und tschüss. Also heute werden wir ziemlich nass in dem Nationalpark. Anscheinend gibt es eine sehr, sehr schlechte Wetterphase. Mit nassen Klamotten wieder ins Womo. Zurück, das ist auch nicht so schön. Du kriegst gar nichts getrocknet auf lange Sicht. Ich glaube, wir sind schon seit Mitte Juni durch Skandinavien am Reisen. Und seitdem wir hier angekommen sind, in Südschweden, über Dänemark, gab es nur ganz, ganz wenige Tage ohne Regen. Also selbst wenn in unseren Videos die meisten Bilder irgendwie im Sonnenschein entstanden sind, liegt das nur daran, dass man da am besten filmen und fotografieren kann. Und ja, Sonnenschein inspiriert uns eher zum Filmen und so Regenzeugs nicht. Deswegen musste ich mich jetzt voll überwinden, hier so ein bisschen auch im Regen richtig zu filmen und wie es wirklich ist. Das ist eigentlich hier die Normalität. Also ich muss schon sagen, hier sind die Wege extrem gut beschildert. Also wer sich hier verläuft. Das ist wohl so ein Eintriebsgehege, wenn die Rentiere im Herbst zusammengetrieben werden. Okay. Und dann quasi sortiert und ihren Besitzern zugeordnet und dann, ja ich weiß nicht, die werden sie wohl dann dorthin fahren, wo sie überwintern und gefüttert werden. Okay. Oder sogar hier schon. Also je nachdem, wie groß die Gruppen sind, ne? Die beiden haben noch was entdeckt. Das sind anscheinend die Einlassgatter. Da kommt ein Wolf raus.
Sieht aus, als ob es noch in Benutzung wäre. Ziemlich frische Stricke. Hier dieses Gehege, da wo Mara rausgekommen ist gerade. Da schaue ich mal durch, die Planken durch nach innen. Und das ist wohl so ein Überwachungsturm. From grazing round to roundup bends. Da wo wir jetzt gerade waren, das war das, dieses Contorit Dingsbums. Antriebsgatter noch. Kirnu, Sylat, was auch immer das heißt. Und da werden sie eingetrieben anscheinend. Das ist wie eine Reuse aufgebaut letztendlich. Ja. So ein Trichter, Funnel da rein. Dann kommen sie nicht mehr so leicht raus. Dann werden sie weitergetrieben. Und was auch immer hier. Hier ist ein See. Das sieht ja cool aus. Achtung, das ist sehr glibberig hier. Der Boden. Ein geheimnisvoller Schleier schwebt über dem See. Die Stille wirkt meditativ auf uns. Ein kompletter Gegensatz zum tropischen Regenwald, in dem alle um Aufmerksamkeit zu schreien scheinen. Hey, guck mal dahin! Geh mal! Summst du voll ein, ne? Das ist alles wie ein Schwamm hier. Das ist also der Hidden Lampi. Ein mystischer oder heiliger Ort hier. Da kriegt man ja richtig Angst. Jetzt auch hier. Wir werden sehen. Über diese kleinen Seen würde ich gerne meine Drohne fliegen lassen. Ich will ja euch Zuschauern vermitteln, wir werden so richtig fett in der Wildnis. In einem Nationalpark. Was? Bist du nie in der Wildnis. Weil da gibt es überall immer nur Cafeterien, ach, damit komm, die ganzen Leute da was essen können. Ja gut, hier haben wir einen riesen Haufen von, ich glaube, roten Waldameisen. Und hier gibt es ein Erklärschildchen dazu. Also die Wege sind bis jetzt sehr einfach hier, meistens eben und manchmal ein bisschen hügelig, gut ausgebaut auf jeden Fall, ohne irgendwelche krassen Hindernisse, wo man sich die Schochen brechen könnte. Das Einzige, was sein könnte, oh, das ist ja schön, wäre, dass die Holzplanken, die ausgelegt sind, die sind ein bisschen glitschig, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn sie nass sind. Aber ansonsten, boah, ist das hier schön. Alter, Wahnsinn. Guckt euch diese Fahne an überall. Das ist ja wieder ganz anders. Guckt euch diese Fahne an. Was sie für Auswüchse haben. Ja, Wolfswuchs. Das sind die Wolfsmilchfahne. Hier nimmt der Herbst schon wohl seinen Anzug. Na, sieh mal einer an. Hier ist sogar eine Schutzhütte oder sowas. Naja, eher fürs Heu. Schauen wir da mal rein. Naja, Überreste. Hier solche Planken zum Aufhängen des Heus. Märchen hat da wieder was zum Riechen. Ja, da sind Kuttel. Und wieder raus. Jetzt sind wir nicht mehr weit von den Stromschnellen. Hier gibt es eine Feuerholzstelle. Da kann man sich Feuerholz machen. Da kommen auch schon wieder Wanderer. Wunderbar. Also die Leutchen machen anscheinend eine längere Wanderung. Also ich finde das richtig geil, wie die das ausgebaut haben hier. Verschiedene Typen von Hütten. Es gibt Übernachtungshütten, es gibt sogenannte Lean-To-Shelter. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Ist einfach wahrscheinlich ein einfacher Unterstand. Dann solche Grillhütten.
wo man eigentlich nicht übernachten sollte, aber notfalls kann man es wahrscheinlich auch tun. Und da ist der Ulankajoki. Vorne links fangen schon mal die Stromschnellen an und gehen dann weiter. Hier an diesem Felsen hat Reino Rinne schöne Figürchen angebracht, die man sehr leicht übersehen kann. Ich habe es auch beim ersten Mal übersehen. Annette hat sie gesehen. Ich zeige die euch mal. Hier ein Rentier oder so. Hier die Menschlein, Weiblein eindeutig und Männlein semi-eindeutig. Hier die Hirsche. Das werden wohl Schwäne sein. Das ist auch nicht ganz klar. Das könnte der breite Schwanz sein von einem Biber, aber der Kopf ist ein bisschen klein. Genauso gut könnte es ein Plattschwanzgecko sein, der aber auf Madagaskar vorkommt. Dann haben wir hier den Bären, glaube ich. Das ist natürlich kein Tier, sondern irgendein Rad. Vielleicht ein Symbol für irgendetwas. Sonne. Sonne könnte es sein, weil es so weit oben ist. Und das sind auf jeden Fall Rentiere. Erkennbar an diesen verzweigten Geweihen. Wunderschön. Und wie könnte es anders sein? Passend zum skandinavischen Fluss. Das dürften Lachse sein oder Forellen. Das hier ist irgendeine Hütte, schätze ich mal. Jetzt kommen wir zu der zweiten Stelle von den Stromschnellen. Die haben wir gestern nicht mehr mitgenommen, weil es angefangen hat zu regnen. Und heute ist das ja natürlich noch geiler. Ihr werdet gleich sehen, warum. Sieht geil aus, oder? Hammermäßig. Guckt euch das an. Jetzt scheint die Sonne auf die Felsen und die leuchten so richtig schön rot. Da kann man jetzt überall rumeiern. Ich gehe da jetzt mal rauf. Fantastisch. Wahnsinn! Es ist einfach nur sagenhaft hier. Ja, Wahnsinn. So rot. Hier gibt es so einen gesicherten Pfad, so ein bisschen. Den gehe ich mal jetzt runter. Leute. Okay, Aufnahmen im Kasten und wieder rauf. Ich spüre die ganzen Vibrationen über die Füße. Wir sind jetzt an diesen Stromschnellen vorbei und machen uns auf den Rückweg. Es windet hier schon wieder etwas und ja, man weiß nicht, zieht es zu oder zieht es wieder auf und kann man später bei Sonnenschein noch mal hin? Ja, ich persönlich würde da natürlich da meine Drohne drüber fliegen lassen. Aber naja, wenn die Böen so wehen und aufkommen wie bekloppt und in dem Canyon, ja, weiß ich nicht. Dann war das vielleicht die letzte Drohne. Ja, also wenn ihr wissen wollt, ob ich noch schöne Drohnenaufnahmen mache oder nicht, dann bleibt noch dran. Vielleicht kommen sie, vielleicht nicht. Vorhin, als wir losgegangen sind, waren glaube ich 3 oder 4 Autos hier bloß. Jetzt ist Nachmittag und es sind ziemlich viele Autos, wie ihr seht.
Das Wetter in Finnland war gnädig. Vito hat also doch noch für euch die Drohnenaufnahmen bei Sonnenschein machen können. Wie ihr seht, ist man hier doch ziemlich von weiter Wildnis umgeben. Herrlich, oder? Also bis zum nächsten Mal. Ciao! Ende.